Gut, also beim letzten Mal habe ich leider diese Zeichnung vermurkst gehabt. Deshalb habe ich sie hier gestern dann nochmal ordentlich gemacht, die Zeichnung. Und ich habe insbesondere die Sachen gemacht, die ich beim letzten Mal irgendwie, ja, die mir nicht mehr gefallen haben in der Zeichnung. Die hatte ich ja auch erwähnt. Also hier schicken wir mit der Sequenz Nummer x ein Stück Daten und hier will ich klar machen, n Byte. Und hier als Antwort kriegen wir dann den Acknowledge und die Nummer. Das ist alles, was wir als nächstes erwarten, also was der hier als nächstes von dem hier der hier von dem hier erwartet, das ist das Byte x plus n. Also wenn wir Wenn hier 512 drin steht und hier sind es 512 Byte, na, dann werden die Bytes 512 bis 1023 übertragen und als nächstes erwartet der dann hier, der hier, das Byte mit der Nummer 1024. Ich habe dann auch hier noch den Timeout eingemalt, der wird also gestartet, wenn das Paket hier rausgeht, das Segment hier rausgeht und gestoppt, wenn das Segment hier, die Bestätigung für das Segment angekommen ist. Und der schickt jetzt hier fröhlich Bytes, W-Byte, ne, und ne, hier bestätigen wir das auch. Hier gibt es dann auch noch irgendwann mal die Fenstergröße, die dem hier mitgeteilt wird, hier drin, beziehungsweise hier drin, wie viel der jetzt hier verträgt. Und ich habe absichtlich das hier klein m jetzt gemacht und das hier klein p. Ich hatte das ja vorher mit W zusammen, aber das hat ja eigentlich gar nicht vernünftig gepasst. Also der gibt hier sein Fenster bekannt und der hier auch wieder, sodass der hier entsprechend wieder einen Kredit hat an Bytes, die er schicken kann. Ja, und die Sequenznummern können Sie sich selber angucken und dieses andere da mit diesem. Das war natürlich Unfug, dass da dieses SEQ dran stand. Ich habe dann auch hier noch auf dieser Folie das auch noch ein bisschen geflickt. Hier sehen Sie übrigens wieder diesen unangenehmen Hack mit dem Plus 1, den man da braucht. Obwohl hier 0-Byte-Daten drin sind, bestätigt man jetzt hier im Fall von 0-Byte-Daten in dem Paket, in dem Segment, das Segment, in dem man Z plus 1 als nächste Sequenznummer da einträgt, obwohl es gar nichts gegeben hat. Ja, das ist Ihnen vielleicht auch hier beim Verbindungsaufbau, fällt uns das auch auf. Ne? Wir bestätigen hier x plus 1, obwohl hier 0 Byte drin waren. Und hier bestellen wir y plus 1, obwohl da 0 Byte drin waren. Hier, wenn 512 Byte drin sind, bestätigen wir, indem wir sagen, wir erwarten x plus 512. Also es ist an dieser Stelle, was man da macht und da eben vorher, das ist so ein Extrafall, der eigentlich schon nicht schön ist. Da hat jemand, naja, was gemacht, um das zu flicken. Ich finde, da hätte man sich hinsetzen sollen und dann sich einen anderen Mechanismus ausdenken müssen oder den verbesserten Mechanismus ausdenken müssen. Ich finde das ein bisschen komisch. Ja, wir haben habe ich hier noch, Entschuldigung, hier auf dieser Seite noch was geändert. Da kommen wir dann gleich hin. Also was mir am TCP nicht gefällt, das habe ich letztes Mal schon angefangen, wir können die Fehlerkorrektur nicht abschalten. Ich hatte ja gesagt, drei Zustände, gar nichts dran machen, Fehler erkennen und Fehler korrigieren. Und es gibt in diesem TCP-IP-Familie das UDP, gar nichts machen und das TCP, Fehler erkennen und korrigieren. Und was so in der Mitte fehlt, ist das Fehler korrigieren, abschalten. Und na gut, da das ja aber auch in die Protokollmaschine eingebaut ist mit diesem Y plus 1, Sie haben es eben gesehen. Würde das Protokoll nicht mehr anständig, die Protokollmaschinen nicht mehr anständig gewartet werden, wenn wir nicht diese Fehlerkorrektur hätten. Aber andererseits können wir dann eben auch keine Segmente ohne Fehlerkorrektur
abschicken, was eigentlich schlecht ist für Audioübertragung. Also sobald man Audio streamt, würde die Fehlerkorrektur ja mehr stören, als sie nützt. Und weil zum Video im Audio dazugehört, dann natürlich dann auch. Ja, das Fehlerverstopfungsverhalten ist über die Zeit verbessert worden beim TCP. Die Sache mit den doppelten Ags sind eingebaut worden. Also wenn man, haben wir letztes Mal kurz besprochen, wenn man zwei Ags für dasselbe kriegt, dann kann man daraus schließen, dass die andere Seite gemerkt hat, dass es da wohl ein Segment verloren gegangen ist, und man kann sofort den Retransmit veranstalten, und dieser Fast Retransmit, der steht auch in diesem sogenannten Tahoe-Modifikation zum TCP drin. In dieser Reno-Modifikation ist der Slow Start spezifiziert, über den wir ja letztes Mal auch schon gesprochen haben, dass wir uns flink wieder an eine ordentliche Fenstergröße herantasten, indem man das bis zu SS-Thresh das Congestion Window schnell wachsen lässt und erst dann linear weiter in diesem Congestion Avoidance Mode. Der letzte Teil dazu ist dieser Vegas-Algorithmus. Die Namen hier, Tahoe, Reno, Vegas, die kommen daher, weil die IETF-Tagungen in irgendwelchen großen Hotels in Nevada waren. Und das sind eben Städte aus Nevada, in denen das diskutiert, / beschlossen worden ist. Generell muss man natürlich sagen, Paketverlust ist nicht unbedingt identisch mit Verstopfung. Im drahtbasierten Internet, an das man gedacht hat, als man das alles hier gemacht hat, die Verstopfungskontrolle gemacht hat, da war das fast identisch. Aber wenn wir ein drahtloses Netzwerk anschauen, dann ist das überhaupt nicht identisch. Dann heißt es eher Paketverlust, da ist ein Paket gestört worden. Weil das TCP so empfindlich darauf reagiert, Congestion Avoidance Modus reagiert, ist es eigentlich nicht geeignet für den Betrieb über drahtlose Netzwerke, und deshalb ist das in diesen drahtlosen Netzwerken, die IP-Traffic transportieren, auch so gemacht, dass es dann noch auf Schicht 2 einen zuverlässigen Datagrammdienst gibt. Also der Datagramme, die da über das Wireless LAN geschickt werden, von alleine wiederholt, sonst wird das TCP überhaupt nicht laufen. Weil er ja jedes Mal dann denkt, oh, Paket verloren gegangen, Verstopfung, ich mache jetzt mal ganz langsam. Und diese drahtlosen Netzwerke sind eh langsam genug. Also das hier, Paketverlust ist eben heutzutage nicht mehr Verstopfung, und dass man dann unten drunter einen zuverlässigen Link bauen muss mit Wiederholung und allem auf dem Link-Layer an der Wireless LAN oder Mobilfunkschnittstelle, das widerspricht natürlich schon irgendwie der reinen Lehre. Aber gut, wir können nicht anders, weil das TCP eben sich so verhält, wie es sich verhält. Das Time-Wait-Problem, da bin ich gestern auch mal drüber gegangen, habe diese Zeilen hier nochmal überarbeitet. Das habe ich ja schon im Wesentlichen erzählt. A hat alles geschickt, was er zu senden hat. Dann kommt ein Segment mit dem FIN-Flag. B bestätigt, dass er das FIN erhalten hat. Er hat aber noch Daten und schickt diese Daten. Wenn jetzt A gleich mal hier den Socket zumachen würde und einen neuen Socket öffnen würde, auf derselben Portnummer,
dann würden die Daten da hineingeraten und er wird durcheinander geraten. Deshalb muss A den Socket noch ein wenig offen lassen. Er kommt in diesen Time-Waits-Zustand, der auch manchmal To-MSL genannt wird. Das MSL heißt Maximum Segment Lifetime, also wie lang ein Segment im Internet, in dieser Menge von Routern, die da existieren, wie lange sich das da rumtreiben kann, bevor es verworfen wird. Tja, was ist denn diese Zeit? So eine Minute oder zwei Minuten. Es gibt auch irgendein RFC, in dem steht drin, wir nehmen jetzt mal an, diese MSL, die ist, ich glaube, 120 Sekunden. Weil man das nicht so lange machen möchte, setzt man diese Zeit einfach, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, irgendwie so auf 30, dieses To-MSL auf 30, 60 oder 120 Sekunden und geht davon aus, dass man dann keine Pakete mehr von dem bekommt. Das hier führt natürlich dazu, dass wir auch lange nach dem Verbindungsende, lange im Sinne, im Sinne eines Servers, der viele Verbindungen zu unterstützen hat, ziemlich lange diese alten Verbindungen herumliegen hat, die eigentlich schon beendet sind, aber aus Protokollgründen noch nicht weggeräumt worden sind. Und das ist natürlich schon störend. Ne? Und deshalb habe ich hier unten nochmal hingeschrieben, das tut dem Server mit den vielen kurzen Transaktionen weh. Im real existierenden Internet, große Webserver, die verwenden ihre Sockets auch schneller wieder, weil sie eben nicht so viel da herumliegen lassen wollen. Unter Verletzung dieses im Standard vorgesehenen Länge. Als nächstes möchte ich, nachdem wir über das TCP ein wenig gesprochen haben, noch was über das UDP erzählen. Das UDP heißt User Datagram Protocol und ich kann gar nicht so viel darüber erzählen. Alles, was ich erzählen kann, ist das da. Eigentlich ist das UDP ein Weg, wie man direkt IP-Pakete schicken kann, mit ein ganz klein bisschen zusätzlich. Das Entscheidende zusätzliche ist, also wir kriegen hier Daten und einen kleinen Header in ein IP-Paket hinein und das ganz klein bisschen dazu, das ist der Source Port und das ist der Destination Port und da haben wir noch so ein Längenfeld und eine Prüfsumme. Und die Prüfsumme hier entweder nur über den Header oder auch über die Daten und den Header und hier vorne noch ein Dummy-Header. Also Paketformat super einfach und ich habe hier oben hingeschrieben, was tatsächlich passiert, IP für jeden. Also wir können damit IP-Datagramme versenden und wir kriegen noch diese Subadressierung vom UDP dazu. Das war es dann schon. Fehlerbehandlung, keine Fehlererkennung, naja, allenfalls mit dieser Prüfsumme hier, die aber auch noch abschaltbar ist. Die Prüfsumme schützt uns allerdings nicht vor ausgefallenen UDP-Datagrammen. Wenn so ein Ding einfach nicht ankommt, dann merkt es keiner. Wenn Sie das UDP verwenden wollen, zum Beispiel um Audio zu übertragen, dann müssten Sie vielleicht hier in Ihren Daten nach vorne sowas wie Zeitstempel oder sonst was einfügen. Also dafür sorgen, dass Sie hier drin ihr eigenes Protokoll veranstalten. Nummerierung oder Zeitstempel oder sonst was. Viele Leute benutzen, wenn sie ein neues Protokoll machen, einfach mal das UDP, um Datagramme schicken zu können und veranstalten dann ihr eigenes Protokoll hier in diesem Datenfeld. Am Anfang. Man kann hier einfach die ersten Bytes oder zig Bytes nehmen, um eigene
Protokollfelder, einen eigenen Header dazu implementieren. IP für jeden plus die Ports, das war's. Und dazwischen gibt es erstmal nichts zwischen UDP und TCP. Außer das, was wir uns einfallen lassen, was wir noch dazu programmieren. Was soll ich jetzt noch sagen? Irgendwie finde ich, dass das UDP den Namen Protokoll schon fast nicht verdient hat. Eigentlich ist es nur was, wie man ein IP-Frames, wie man IP-Frames abschicken kann. Wie könnte man es auch so abschicken, wenn wir uns wirklich, wenn wir wirklich wollen? Ich habe eben schon über Audio gesprochen an zwei, drei Stellen. Video gehört natürlich auch dazu. Und das, die wichtige Eigenschaft von Audio und Video ist, dass es sich um Echtzeitdatenströme handelt. Und Echtzeitdatenströme, die haben einen fundamental anderen Charakter als so eine Dateiübertragung oder eine Mail zu übertragen. Und dieser andere Charakter ist, dass wir regelmäßig was schicken müssen. Regelmäßig im Sinne von in bestimmten Zeitintervallen. Wir haben einen zeitkritischen Vorgang. Deshalb Real-Time. Man könnte es auch, hätten es vielleicht auch irgendwie Multimedia nennen können, aber Real-Time ist vielleicht noch ein bisschen verallgemeinerter, weil man sich hier noch vorstellen kann, man kann mit dem Real-Time-Transport-Protokoll auch Messdaten übertragen, die zeitkritisch sind. Zeitkritisch ist der entscheidende Punkt. Und das zeitkritisch, das manifestiert sich in dem Protokoll dann auch. Protokoll, das ist der Begriff, den müssen wir ist mit Vorsicht zu genießen, manifestiert sich beim RTP auch darin, dass es da Zeitstempel gibt, über die wir gleich noch sprechen müssen. Das RTP, das wurde von, ja, unter freundlicher Aufsicht von dem Van Jacobsen, den man hier in dieser Vorlesung an drei Stellen begegnet, oder an vieren, von dem, ja, von diesen beiden Herren da, dem Henning Schulz-Rinne und dem Steve Carson heißt er, glaube ich, entwickelt. Der Henning Schulz-Rinne, der war mal bei der GMD in Berlin, war dann in Amerika, hat das da gemacht, war dann wieder ein bisschen zurück in Deutschland und ist jetzt aber, ich glaube, in New York Professor. Der Plan war, ein echtzeitfähiges Protokoll zu machen, um Multimedia-Datenströme, Audio und Video zu unterstützen und gleichzeitig Multicast bieten zu können. Also, naja, das war ja auch das, woran der Van Jacobsen zu dem Zeitpunkt gearbeitet hat, nämlich diese M-Bone-Applikation. Das ist alles irgendwie dasselbe. Und das RTP, das ja auch heute noch fleißig verwendet wird für Audio- und Videodatenströme, das hat auch diesen eine ganze Menge von Multicast-Support da drin, fast mehr als es Real-Time-Datenstrom-Support hat, aber der wird heutzutage weniger intensiv benutzt. Also Multicast-Unterstützung gehört dazu. So eine Applikation, die benutzt das RTP, und das RTP selber, das benutzt das UDP und das UDP eben dann IP Version 4 und IP Version 6. Auch damals gab es schon IP Version 6, das gibt es schon relativ lange. Das ist jetzt so eine Technik, das habe ich ja schon mal gesagt, die sich immer noch nicht komplett durchgesetzt hat, obwohl es schon ewig gibt. Ich bin mal gespannt, ob es nicht doch noch irgendwas gibt, was das IP Version 6 überholt, bevor es richtig überall eingesetzt worden ist. Die Chance gibt es noch. Und insgesamt ist das IP Version 6 so eine Technik, so ein Protokoll, da denke ich mir immer, ich kümmere mich dann drum, wenn es wirklich soweit ist. Und das habe ich auch schon vor über 10 Jahren zu mir selber gesagt und
mich immer noch nicht richtig gekümmert. Na gut, also das RTP kann abgesehen von dem UDP und von IP Version 6 dann unten drunter, so ist die Idee, über das Ethernet betrieben werden oder auch über das ATM. Und das ATM war zu dem Zeitpunkt, als das RTP gemacht wurde, die Zukunftstechnik zum Übertragen von Echtzeitdaten. Das ist dann doch, naja, nach einer kurzen Blütezeit jetzt wieder abgeschafft worden ist, im Wesentlichen abgeschafft worden ist. Das brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Außerdem sollte das RTP noch über so ein zweites Protokoll, das ST2, laufen, an dem die Leute auch fleißig gearbeitet haben. Damals, das dann direkt über das ATM veranstaltet wird, aber weil aus dem ATM jetzt nicht so viel geworden ist, ist hier dann auch nicht mehr so viel geworden. Vielleicht hört es auch zusammen, dass da aus beiden nichts geworden ist. Konzeptuell besteht das RTP aus zwei Teilen. Da gibt es einerseits mal das RTP Control Protocol, RTCP, und dann noch das RTP Data Transfer Protocol, Teile dieses RTPs. Das Data Transfer Protocol ist das ist bei dem es die Datagramme eilig haben, Zeitstempel dran und abschicken. Bei dem Control Protocol, da werden Informationen über die Ströme übertragen und wie die Ströme so an den Zielen ankommen. Stimmt ja sogar. Wie die Ströme an den Zielen ankommen. Das steckt hier drin. Und das müssen wir uns dann auch noch ein bisschen anschauen. Da gibt es doch was ganz Interessantes, über was wir noch sprechen möchten. Insgesamt finde ich ja diese ganze Multicast-Geschichte hochinteressant. Und wichtig. Nun gut, wir wollen uns also jetzt Konzepte vom RTP anschauen. Und jetzt muss ich etwas erzählen über das RTP, den Teil, den man, wenn man über das RTP nachdenkt und wenn man sich das anschaut, verstanden haben muss, der aber gar nicht so viel eingesetzt wird. Multimedia, das hat was damit zu tun, dass wir Echtzeitdatenströme haben, die wohl irgendwie komprimiert sind und irgendwie kodiert sind. Und irgendwie kodiert heißt, dass diese Datenströme wenn sie durchs Netz transportiert werden, vielleicht in einem Format abgeschickt werden, das der Empfänger nicht dekodieren kann. Das heißt aber auch, dass wir gewisse Einsatzszenarien haben, wo im Netzwerk mehrere Datenströme kombiniert werden müssen, um einen neuen Datenstrom zu erzeugen. Denken wir an die Videokonferenz. In der Videokonferenz, da haben wir hier eine Kamera und hier eine Kamera und hier ein Bildschirm, auf dem wir die zwei Bilder sozusagen schön nebeneinander sehen wollen. Und hier auch noch eins und hier. Jetzt könnte man natürlich sagen, jeder schickt sein Video hier hin und hier hin und hier hin und hier und hier und hier. Sie sehen, wir haben ein schönes Durcheinander gemacht. Will man eigentlich nicht, vor allen Dingen, weil diese Datenströme ja gar nicht so vielfach abgeschickt werden sollen. Deshalb möchte man eigentlich das Kombinieren hier, dann einen Strom schicken und hier wieder verteilen. Oder, naja, wie wir das in diesen Multicast-Zeichnungen gemacht haben, so verteilen. Und dazu postuliert das RTP und spezifiziert das RTP diese Bridges.
So eine Bridge, die nimmt jetzt also, hier steht MMT für Multimedia Terminal, der produziert jetzt hier zum Beispiel den Audiostrom 17 und der produziert den Audiostrom 25. Der Mixer hier, diese Bridge, die nimmt jetzt diese beiden Audioströme und mischt die zusammen. Dazu gehört eigentlich, dass man den hier dekomprimiert, dass man den hier dekomprimiert, dass man die dann zusammen addiert, dass die entstehende Lautstärke noch ein bisschen gedämpft wird. Wenn nur zusammen addieren, würde ja auch zu mehr Dynamik führen unter Umständen. Dann muss es noch ein bisschen gedämpft werden, was da rauskommt. Dann muss es komprimiert werden wieder und abgeschickt werden. Damit die Empfänger auch erkennen können, was da passiert ist, nennen wir diesen neuen Strom, dem geben wir die Nummer 13 und der kombiniert 17 und 25. Es gibt noch eine weitere Entity, diese hier, und der macht eine Transkodierung, also aus dem blauen Format in das grüne Kompressionsformat. So etwas existiert übrigens im realen Telefonsystem. Wenn man telefoniert von Amerika nach Europa, dann wird das umgesetzt von dieser G711 Mu-Law Substandard in den A-Law Substandard von dem G711. Also es gab sowas historisch mal. Also der hier, dieser Translator, soll das übersetzen. Dann kommt hier noch ein weiterer Datenstrom von dem Multimedia Terminal 3, jetzt hier in demselben Format wie das grüne hier, Nummer 54. Und diese Bridge, die mischt jetzt. Der Datenstrom heißt jetzt 66, besteht aus 17, 25 und 54. Und der hier auch 17, 25 und 54. Und das Multimedia Terminal 4 und 5, die zeigen das jetzt an. Was wir jetzt hier haben, ist so eine Bridge, das nennt man auch Synchronization Source. Die Content Sources von der hier sind 17 und 25. Dieser Strom, der kommt von der Synchronization Source 13 und die Content Sources sind 17 und 25. Und hier Content Sources 17, 25 und 54, Synchronization Source 66. Das haben die in dem Standard mal so angegeben und entwickelt. Das ist eigentlich, naja, auch irgendwie vernünftig. Bloß leider bedeutet das, dass man ins Netz Maschinen zum Transkodieren stellen muss und zum Mischen stellen muss. Und das dürfen wir uns nicht zu trivial vorstellen. Wenn hier ein gut komprimierter Audiostrom ankommt, klar, wenn zwei Stück ankommen, dann können wir die auch einigermaßen bequem dekomprimieren. Sagen wir mal, das sind irgendwelche AAC-Ströme oder MP3-Ströme. Die können wir ganz okay dekomprimieren in Echtzeit und zusammenmischen und wieder hier abschicken. Da bräuchten wir von einem modernen Computer nur ein paar Prozent der Rechenleistung. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir stehen ja im Netz. Wir können ja nicht einen Computer für einen so einen Strom hinstellen, sondern so ein Rechner, der müsste schon mehrere Ströme bearbeiten können. Hunderte. Und jetzt brauchen wir plötzlich einen bisschen besseren Rechner. Oder vielleicht einen Parallelrechner. Und jetzt gehen diese Bridges plötzlich ins Geld. Und jetzt muss man sich fragen, wer zahlt dafür für diese Dinge? Der Telekom-Provider denkt sich, ja, da müssen eben meine Kunden bezahlen, denen stelle ich das in Rechnung. Die Kunden sehen, wenn sie diesen Service wollen, dann müssen sie dafür bezahlen. Hier ist die Preisliste und denken sich, ja, dann will ich den Service, glaube ich, doch nicht. Und schon gibt es keine Bridges und natürlich Translator auch nicht. Also das Businessmodell dahinter, das ist schlecht und deshalb gibt es das nicht. Man könnte es machen, aber eigentlich gibt es es nicht. Und es gab, naja, es gibt natürlich Leute, die sowas gebaut haben, weil es interessant ist und was man was lernen kann und weil man parallele Architekturen dafür entwickeln kann und. Aber von einem praktischen Einsatz weiß ich nichts. Und so machen wir unsere Datenströme nach wie vor Punkt zu Punkt und nicht auf diese Weise im Multicast.
Ich meine, das hier wäre dann Multicast-fähig. Ich nehme diesen Datenstrom, schicke den von den Bridges in Richtung MMT4 und MMT5 und irgendwo wird das dann repliziert, kommt bei denen an. Also diese Struktur haben wir genau wegen dem Multicast für solche Konferenzsituationen. Und das hatten die natürlich auch bei der Konstruktion vom RTP im Hinterkopf. Das werden wir gleich noch sehen. Diese im RTCP, im Real-Time Control Protocol, kommt das auch wieder. Das Paketformat, das ist denkbar einfach. Also RTP-Paket kommt nach dem UDP-Header, kommt der RTP-Header. Und da stehen ein paar Flags drin, da steht der Datentyp drin, hier in 8-Bit. Dann kommt eine Sequenznummer zur Fehlerdetektierung. Das ist gut, wir merken, wenn ein UDP-Datagramm fehlt und können uns irgendwas ausdenken, was wir mit dem Audio machen, weil ja jetzt das nächste Paket fehlt. Also irgendwas interpolieren oder sonst was. Oder einfach nur sanft das Audio ausblenden und sanft wieder einblenden, tut es auch schon, Hauptsache es kracht nicht im Lautsprecher. Dann kommt die Synchronization Source, also zum Beispiel die 66 würde hier drin stehen. Dann kommen Content Sources, nicht in einem so einem Feld, sondern da gibt es noch ein Format, wie man diese Content Sources angibt. Andererseits brauchen wir uns da jetzt auch nicht weiter drum zu kümmern. Da muss man nur eine Zahl eintragen und was ist dieselbe wie die Sync Source und fertig, weil es diese Bridges ja doch nicht wirklich gibt. Und danach kommen unsere Audio- oder Videodaten in dem Kompressionsformat, das wir uns ausgesucht haben, MP irgendwas oder MPEG-4 oder irgendwelche Advanced Video Codecs oder sowas. H265. Also was am Ende vom RTP übrig bleibt, von dem RTP Transfer Protokoll ist, dass wir unsere Daten mit einem Header versehen, in dem ein Zeitstempel ist, das ist nützlich, und eine Sequenznummer, an der wir erkennen können, ob was verloren gegangen ist, und dann ab in ein UDP-Paket. Der Rest, na, der hat eben nicht stattgefunden. Was noch interessant ist und was über, das kann ich mir noch selber schnell dengeln, hinausgeht, das ist das RTCP, das Kontrollprotokoll. Da geht es darum, eine Session aufzusetzen und den anderen zu sagen, was man für ein Kompressionsformat benutzt, für ein Audioformat, ne, Samples als 16-Bit oder Samples als 8-Bit, die Samplingrate und so weiter. Also das möchte man da, kann man da kommunizieren und außerdem können wir die Datenverteilung in solchen Multicast-Verbindungen messen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem Problem der ACK-Implosion oder NAC-Implosion im Multicast. Nehmen wir mal an, wir haben 10.000 Teilnehmer in so einem Multicast und jeder würde alle 30 Sekunden eine Bestätigung schicken, in denen drin steht, welche Pakete vom Videostrom dann bei ihm angekommen sind. Zur Quelle zurück. Das heißt, die Quelle würde bei 10.000 Teilnehmern, rechnen wir irgendwie nach, alle 30 Sekunden kommt so ein Paket, alle 3 Sekunden 1.000, der würde also alle 3 Millisekunden ein Päckchen kriegen, in dem nur drin steht, oh, bei mir kommen die Daten so einigermaßen an, aber bei mir ist es nicht so doll und so weiter. Der wäre also eigentlich im Wesentlichen damit beschäftigt, solche Pakete in Empfang zu nehmen und zu entsorgen. Und die Infrastruktur, seine Zugangsleitung, wäre natürlich auch bis oben hin voll mit den RTCP-Kontrollpaketen. Also die ACK-Implosion, wenn wir n Empfänger hätten, dann würde das zu n Receiver-Reports pro Zeiteinheit führen, bei so einer größeren Multicast-Gruppe, und das geht schon nicht. Deshalb müssen wir die Reports auf einer Multicast-Verbindung schicken und wir müssen
das regeln. Wir müssen den Verwaltungsverkehr deckeln. Wir können zum Beispiel sagen, ja, das macht das RTCP, der Verwaltungsverkehr muss weniger als 5% des Datenverkehrs sein. Jeder Empfänger schickt randomisiert, hat einfach einen Würfel oder eine Zufallsentscheidung und diese Zufallsentscheidung, die macht er alle jede Sekunde einmal und wirft also seinen Würfel und dann kommt mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu irgendwas, die wir mit der Wahrscheinlichkeit P, die wir justieren können, kommt raus als Entscheidung, sende mal wieder einen Receiver-Report oder schick keinen Receiver-Report mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P. Der gesamte Verwaltungsverkehr, also auch diese Receiver-Reports, die werden auch auf der Multicast-Verbindung geschickt. Auf derselben Multicast-Adresse. Verbindung ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen schräger Ausdruck. Also auf derselben Multicast-Adresse. Das führt dazu, dass alle meine Kollegen auch meine Receiver-Reports sehen. Und wenn wir 10.000 Stück sind, sehen alle anderen 9.999 meine Receiver-Reports. Und jetzt messen wir, wie viele Receiver-Reports kriegen wir denn? Und justieren unsere Wahrscheinlichkeit. Wenn da 9.999 andere fleißig Receiver-Reports senden, dann wissen wir, dass wir diese Receiver-Reports viel weniger senden müssen, unsere eigenen. Also wir justieren unsere Zufallsentscheidung, dass wir nur alle mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/10.000 in unserem Intervall jetzt schicken und sonst nicht. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir normalerweise schicken würden, schicken und sonst schicken wir nicht. Wenn wir das alle so machen und trotzdem noch eine Zufallsentscheidung haben, dann kann man dafür sorgen, dass dieser Verwaltungsverkehr eine bestimmte Schwelle nicht überschreitet. Wir messen den und justieren danach unsere Zufallsentscheidung, ob wir einen selber einsenden oder nicht. So wird sichergestellt, dass wir manchmal trotzdem senden und nicht immer nur schweigen, denn das kann ja durchaus für die Gruppe interessant sein, auch mal meine Meinung zum Thema Receiver Reports, wie viel er ankommt, zu bekommen. Hier Sendezeit zufällig wählen, wann ich dann mal wieder einen Receiver-Report schicke. In den Receiver-Reports, da steht zum Beispiel drin, wie viele Paketverluste wir festgestellt haben. Anhand der Sequenznummer können wir sehen, wie viele Pakete verloren gehen. Und das ist vielleicht durchaus interessant für den Sender, für den Initiator oder die Quelle der Session, wenn der sieht, dass viele Receiver-Reports ankommen mit einer ganzen Menge Fehler, dann könnte er sich vielleicht entscheiden, seine Datenrate zu drosseln, stärker zu komprimieren. In der Hoffnung, dass wir dann eine Verstopfungssituation im Netzwerk in den Griff kriegen. Ja, da steckt wieder diese Verstopfungsgeschichte drin. Da steht der Jitter drin. Und da stehen auch Zeitstempel drin in den Receiver-Reports. In den Sender-Reports, der Sender beobachtet, wer ihm denn alles Receiver-Reports schickt und gibt uns eine Schätzung der Session-Größe an. Wir haben jetzt 3.000, wir haben 5.000 Leute. Da muss man einfach gucken, von wem er alles Receiver-Reports auf der Multicast-Verbindung kriegt. Und da steckt auch Uhrensynchronisation drin. Und es gibt eine Source-Description. In der Source-Description steht drin, was für ein Kompressionsverfahren wir benutzen und so weiter. Das hier, das Receiver Report RR, der sollte eigentlich auf der nächsten Seite stehen, da stimmt die Formatierung nicht so richtig. Da steht drin in den Receiver Reports die gesamten Pakete, die wir empfangen haben und die wir eigentlich hätten kriegen müssen, abgeleitet von den Sequenznummern. Und natürlich irgendwie auch, kann man auch irgendwie anders abschätzen, man kann sich die Sampling-Rate anschauen und dann überlegen, wie viele Samples da so in ein Paket reinpassen. Da kann man natürlich auch noch rechnen. Da steht der Jitter drin und welchen Sender-Report ich als letztes gekriegt habe. Im Sender-Report steht ein Zeitstempel und die Gesamtzahl Pakete und Bytes, die gesendet worden sind. Na, und aus dieser Gesamtzahl Pakete kann man natürlich auch wieder
das machen, was wir da erwarten würden. Also die beiden, die gehören zusammen. Und mit dem Zeitstempel kann man auch sehen, wo dieses der Sender Report im Datenstrom hingehört, wann der geschickt worden ist. Nur dann hat ja irgendwie die Gesamtzahl Pakete einen echten Sinn. Die Source Description, eine Source ID und dann gibt es hier diesen üblichen Identifier, User at DNS-Name, also User in einem Host drin und damit wird die Session identifiziert und zugeordnet. Da können auch noch mehrere Sachen so ein bisschen Prosa drin stehen. Das Format-Paket, da steht der Payload, die Payload, der Payload drin, die Nutzlast, die Beschreibung der Nutzlast. Eine Source-ID, einen Typ, Audio, Video, G711, Unterspezifikation und so weiter in diesen 8-Bit und diese 8-Bit Payload-Type, das sind JANA-IDs, JANA für Internet Assigned Numbers Authority, das, was der John Postel früher betrieben hat. Ich habe mir eben eine Mail hingeschrieben, ich brauche jetzt noch eine neue ID, ich möchte das und das Kompressionsverfahren benutzen und die Sampling-Rate und die Sample-Größe. Und dann hat er sich das angeguckt und hat einem so eine ID zurückgeschrieben. Heutzutage ist der Prozess etwas bürokratischer. Heutzutage reichen wahrscheinlich auch nicht mehr diese 8-Bit. Im Sample-Takt, theoretischer Sample-Takt, damit ist gemeint, so viele Samples schickt. So viele Samples möchte der Sender die Quelle produzieren. Und wenn der 8000 Samples pro Sekunde einträgt da, dann meint er sagt seinem Computer, mach 8000 Samples pro Sekunde. Aber das kann natürlich, weil seine Clock daneben ist, auch sein, dass er nur 7990,9 Samples pro Sekunde macht, weil die Uhr in so einem Rechner nicht immer wirklich perfekt richtig geht. Interessant ist das natürlich dieses hier mit dem theoretischen Sample-Takt, weil die Empfänger auch irgendwas einstellen müssen, wie viele Samples gibt es denn pro Sekunde und deren Uhr läuft sicher anders als die vom Sender und da muss dann irgendeine gewisse Adaption stattfinden, aber diese Adaption, die kann man natürlich nur vernünftig machen, wenn man einen Puffer einführt und sich überlegt, wann das nächste abgespielt werden muss und das mit den Zeitstempeln des Senders vergleicht. Wenn man da nicht flexibel ist und das ein bisschen flexibel anpasst, sein Abspielen an die Zeitstempel des Senders, dann kann es sein, dass man entweder irgendwann nichts zum Abspielen hat, wenn man schneller läuft, schneller abspielt, als der Sender aufnimmt, dann steht man irgendwann mal da und müsste ein Paket abspielen, hat es aber nicht. Und das Gegenteil ist, wenn man langsamer abspielt, als der Sender erzeugt, dann entsteht eine Verzögerung und irgendwann ist der Puffer voll. Irgendwann hat man vielleicht eine Minute Verzögerung oder so ähnlich, wenn die Session lange läuft. Also beides muss schon korrigiert werden. Und dazu steht hier sowas wie der theoretische Sample-Takt drin. Das Endepaket bei, die Quelle stellt das Senden ein. Also ganz pragmatisch. Dieses Thema, das wird uns nochmal begegnen. Das ist uns schon mal begegnet, so teilweise, und zwar beim RSVP, beim Reservierungsprotokoll. Na, da haben wir auch schon diese Sache hier gesehen. Verwaltungsverkehr auf der Multicast-Verbindung. Und da haben wir uns ja darum gekümmert, oder haben wir zumindest darüber gesprochen, dass man sich kümmern muss, dass
dass diese Nachreservierung oder diese Reservierungsbestätigung, diese Reservierungs, das Wiederholen der Reservation Requests, dass das schon nicht von jedem Einzelnen der Multicast Reservation im Takt von 30 Sekunden erfolgen darf, weil wir dann eventuell zu viele haben, zu viele Reservierungspakete haben und unsere Router da irgendwie überrennen, sondern dass man das auch so steuern muss. Und es gibt noch eine weitere Ecke, wo uns das wieder begegnet. Das sind dann diese M-Bone-Applikationen und das hat natürlich alles damit zu tun, dass der da ganz besonders aktiv bei den M-Bone-Applikationen war. Der Van Jacobsen. Das werden wir dann wieder sehen. Insgesamt zum RTP, also da gibt es den RTP-Datenteil, der ist jetzt nicht so doll. Zumindest der Teil, der benutzt wird. Und dann gibt es den RTCP-Kontrollteil, der ja, besonders darauf konstruiert worden ist, dass wir mit den Receiver-Reports das Netz nicht überlasten in einem Multicast-Szenario. Multicast machen wir im Augenblick selten. Das Payload-Type-Mapping und diese Source-Description, das ist heutzutage auch nicht mehr ganz ausreichend und man benutzt noch andere Mechanismen, zum Beispiel dieses RTSP und andere, um solche Ströme aufzubauen in der Aufbauphase, also davor. Der eigentliche Transportteil vom RTP, das, was heutzutage fleißig verwendet wird, das ist dieser Header und sonst nichts. Ist ein bisschen schade und vielleicht sollte man das auch mal wieder irgendwann mal doch nochmal frisch angehen, so ein Realtime-Protokoll. Und diesen Ballast hier, den kann man meiner Meinung nach getrost entsorgen. Jetzt möchte ich noch über das XTP sprechen. Als Transportprotokoll. Ich spreche deshalb über das XTP. Ja, gibt zwei Gründe. Erstens dieses super Buch, was ich da am Anfang gleich da oben mal hinschreibe. Strayer, Dempsey, Weaver. Das ist deshalb ein super Buch, weil wenn man das durchliest, dann sieht man auf den ersten 50 Seiten oder 40 Seiten, das ist gar nicht so viel, kann man im Lesemodus, im Romanlesemodus, fast im Romanlesemodus, sagen wir mal im Sachbuchlesemodus, verstehen, das Wesentliche vom TCP verstehen. Das Wesentliche, die wesentlichen Mechanismen, was daran gut ist, was daran schlecht ist. Und danach erzählen die XTP-Leute, wie sie es besser machen, diese drei da. Es wird auch noch verglichen, einerseits mit dem ISO OSI TP4, es wird verglichen, das XTP mit dem TCP, dem UDP und IP und so weiter. Und dann schlagen sie ihre eigene Lösung vor. Das XTP integriert die Transport- und die Netzwerkschicht, um insgesamt die Leistung, den Durchsatz zu steigern. Das XTP war eigentlich gemacht, Express Transfer Protocol, erstens schneller, zweitens mehr Verbindungstypen unterstützen, also nicht nur gesichert und ganz fehlerfrei oder gar nichts wie TCP und UDP, ja und da, sondern auch noch Zwischenstufen da drin. Und das werden wir uns anschauen, das ist eigentlich hochinteressant am XTP. Die Leistungssteigerung kriegt man zum Beispiel durch integriertes Puffermanagement und Lastabwehr und weil man Duplizierung von Mechanismen vermeidet in dem XTP und dem
und im, also im Verhältnis zu TCP und IP, Fragmentierung und all solche Dinge, ne? IP-Fragmentierung von Datagrammen und so weiter. Und das integriert erledigt, hat man sich auch Leistungssteigerung erwartet. Also weniger Duplizierung von Mechanismen und ein geschickteres Puffermanagement und eine anständige Lastabwehr. Ja, das braucht man jetzt nicht mehr so zu machen wie beim TCP, so mal raten, ach ja, das könnte ja eigentlich eine Überlastsituation sein, sondern hier weiß man, weil das integriert ist, diese beiden Schichten, Netzwerk und Transport, dass man Überlast hat und Last abwehren muss. An dieser Stelle sei noch gesagt, also dieses XTP wurde richtig aktiv entwickelt und auch unterstützt in den 90er Jahren von Silicon Graphics, weil die für ihre Workstations ja Multimedia und virtuelle Welten vorgesehen hatten als das große Einsatzgebiet, und die wollten auch eine leistungsfähige Netzwerkinfrastruktur dafür haben. Es wurde auch von einer Firma dazu noch spezielle Hardware gebaut, in denen das XTP als Protokoll implementiert war. Das hat allerdings auch die Entwicklung etwas behindert, weil eben immer die Hardware-Ingenieure da auch noch dabei waren und erst zugestimmt haben, wenn sie mal wieder ein Stück Hardware gebaut haben für die nächste Protokollvariante, die vorgesehen war. Also es ging ein bisschen langsam voran. Es ist dann ruhiger geworden um das Protokoll, das, was ich schade finde. Aber hier erkläre ich es nicht so sehr deshalb, weil es jetzt einen wirtschaftlichen Erfolg hat oder auch nicht, sondern weil es mehrere gute Ideen hat. Und Idee Nummer 1 ist etwas, das ein Begriff, Mechanisms versus Policy, der gar nicht vom XTP stammt, sondern vom X-Window stammt. Wer weiß, was das X-Window ist? Die X-Window System, die Low-Level-Grafik und das Fenstersystem für Unix-Maschinen, Linux-Maschinen und so weiter, läuft denkst auch natürlich auf anderen Rechnern. Also, und in diesem X-Window, da steckt drin, wir wollen nicht sagen, wie ein Fenster auszusehen hat, wir wollen nur Mechanismen bereitstellen, wie man Fenster machen kann und die Dekoration vom Fenster, wo die Scroller sind, ob es Scroller hat, wo der Name von dem Fenster steht, links dran in senkrechter Schrift oder oben drüber, das interessiert uns nicht. Das bezeichnen die als Policy. Hier beim XTP, die haben diese Unterscheidung, dieses vernünftige Unterscheidung zwischen Mechanismen, mit denen man was implementiert, und wie man es implementiert im Sinne von, oder sagen wir nee, nicht, wie man es benutzt, auch getrennt. Das ist genau der Unterschied beim TCP. Da kriegen Sie nicht nur die Implementierung von dem Transportprotokoll, sondern wird Ihnen auch gesagt, so wird es benutzt und das ist zuverlässig und gut. Take it or leave it. Das XTP versucht, flexibel Prozeduren anzubieten und der Benutzer soll sich dann aussuchen, wie er es haben will, wie er den Datentransport haben will, gesichert, ungesichert und so weiter. Und wir werden die verschiedenen Paradigmen gleich auch noch kennenlernen. Das hier ist der schematische Aufbau des XTP-Interfaces zum Programm. Die Klienten, die bekommen das Handle von einem Kontrollblock. Das ist der Kontext, den sie benutzen, die in Anführungszeichen Verbindung, die sie jetzt da haben. Also sie sagen, wir möchten jetzt eine Verbindung haben, dann kriegen sie einen Kontrollblock, da kann man dann eintragen, Ziel und Adressen und all solche Sachen. Unter dem Kontrollblock wird auch aufgehoben der Zustand von diesem Reader und von dem Writer. Wenn ein XTP-Klient was abschicken möchte, dann nimmt er
so diesen so einen Kontrollblock und sagt, für den habe ich jetzt ein Stück Daten und das kommt in, wird vom Writer in die Output-Queue geschrieben. Da gibt es natürlich viele Output-Warteschlangen für jeden Kontext, für jeden Kontrollblock. Und das Äquivalent des Protokolles, in dem Protokollinformationszustand steht, Zustand steht, das haben wir hier mit diesen Context Records. In den Context Records sind der Zustand von so einer XTP-Verbindung drin. Und wenn wir wieder schicken können, ne, Window-Größe und all solche Sachen, dann geht der Kontext, dann nimmt der Sender, ne, der schaut sich diesen Kontext an, der geht hier mal durch, überlegt sich, ob er jetzt ein Paket schicken kann. Wenn ja, nimmt er was aus der entsprechenden Output-Queue und schickt es ins Netzwerk. Wenn vom Netzwerk was ankommt, der Receiver, der schaut nach, zu welchem Kontext gehört es denn, steckt sie in die richtige Input-Queue und wenn der Klient wieder Daten haben will, dann nimmt er seinen Kontrollblock und sagt, für diesen Kontrollblock, lieber Reader, gib mir doch bitte mal Daten, wenn da vorhanden sind. Und dann schaut der Reader in die Input-Queue. Also hier wird entkoppelt mit Queues zwischen Receiver und Reader. Der Klient liest, wenn er Lust drauf hat oder wenn er Zeit hat. Wenn die Pakete ankommen, schreibt der Receiver die in die Queue hinein. Wenn der Klient was zu schreiben hat, steckt es in die Output-Queue und der Sender schickt es, wenn der Kontext es zulässt. Die Protokollmaschine das zulässt. Die Sache mit der Key-Übersetzung hier, über die müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen. Das ist was Technisches, durchaus interessant, wie man diese Kontexte identifiziert. Netzwerk eindeutig und so weiter. Also das ist die Architektur von einer Implementierung, die vorgeschlagen ist vom Protokoll für die Endgeräte. Verbindungen heißen beim XTP auch nicht wirklich Verbindungen, sondern die nennt man Assoziationen. Assoziationen sind Sammlungen von Statusinformationen für den aktiven Datenaustausch. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Definition von Verbindung, dann ist das identisch, dasselbe. Diese Assoziationen, die existieren im Sender und im Empfänger und jetzt kommt es zusätzlich noch in den Zwischenknoten, in den Routern. Und weil die Router das auch haben, können wir gezielt Lastabwehr betreiben, Verstopfungskontrolle betreiben. Diese Context Records, ja, die haben wir hier schon gesehen, da stecken welche und natürlich auf der anderen Seite auch und auf dem Weg gibt es auch immer diese Context Records in den Routern. Router oder auch XTP-Vermittlungen. Das XTP ist so gebaut, dass es auch den ungesicherten Multicast unterstützt, im Blast-Modus und es gibt sogar einen semi-zuverlässigen Multicast. Status Requests, Status Reports. Aber natürlich muss man auch hier ein wenig vorsichtig sein in großen Multicast-Gruppen, dass man nicht zu viele Status Reports erhält, weil man dann wieder irgendwelche Implosions hat. Es sind verschiedene Heuristiken zur Fehlerkontrolle für den Multicast vorgesehen, wenn man eine Fehlerkontrolle möchte. Über dieses Abschalten oder der Fehlerkontrolle, da sprechen wir gleich noch ein bisschen. Was kann der Sender bestimmen, was er für eine Sorte von Fehlerkontrolle, welche Sorte von Fehlerkontrolle er denn gerne hätte. Das habe ich schon gesagt, es
war während dem Entwurf immer gedacht dran, dass man auch eine Hardware-Implementierung hat. Heutzutage erscheint das als weniger erstrebenswert, die Arbeitsplatzrechner, eigentlich alle Rechner, selbst so ein Tablet oder sowas, ein Telefon, sind heutzutage schnell genug, dass man natürlich auch das XTP da implementieren kann. Als die Leute angefangen haben am XTP, hat man gedacht, man bräuchte dafür Daten mit so einem hohen Durchsatz noch Spezialhardware. Das hat vielleicht schon gestört, dass man das als Entwurfsziel gesehen hat, diese Hardware-Implementierung. Die Leute, die sowas gemacht haben, die hatten einfach Moore's Law noch nicht richtig verinnerlicht. Naja, jetzt könnte man noch weiter philosophieren über Moore's Law, aber das machen wir jetzt nicht. Es hat sich gezeigt, dass man solche Protokolle eben doch nicht in Hardware macht. Weil am Ende das, was da in Hardware rauskommt, auch nichts ist als ein spezieller Prozessor, den man nicht mehr als Benutzer frei programmieren kann, aber es ist am Ende doch noch ein Prozessor mit einer Firmware und allem, denn der halt bloß vielleicht ein bisschen effizienter ist als ein General-Purpose-Prozessor bei der Bearbeitung oder beliebiger. Um diese Mechanismen, die das XTP postuliert, zur Verfügung stellen zu können, braucht es verschiedene Gruppen, verschiedene Prozeduren. Da gibt es einerseits das Assoziations- und Pfadmanagement. Also Pfadaufbau, Pfadabbau durch diese Router. Ich meine, wir müssen ja, wenn man eine Assoziation aufbaut, auf dem Weg überall diese Kontext-Records erzeugen. Dann gibt es Prozeduren zur Datenübertragung, zur Flusskontrolle, zur Ratenkontrolle. Ratenkontrolle ist ja genau das, was man macht, um Verstopfungen zu reduzieren, also nicht in Panik aufhören zu schicken, wenn es mal eine Verstopfung gibt, sondern reduzieren. Das, was diese TCP macht, ist ja gar nicht die richtige Art. Also erstmal zurück auf Null und dann wieder hochfahren, sondern eigentlich sollte man ja sich überlegen, ich habe mit einer Rate X geschickt, wir haben eine Verstopfung, dann schicken wir vielleicht nur mit 0,9 mal X. Erstmal, also sanft runterfahren, sanft wieder hoch, nicht dieses wilde Gezacke, so wie es das TCP eigentlich produziert. Und die Prozeduren zur Fehlerkontrolle. Jetzt, wo wir konkreter werden, spreche ich erstmal über das Paketformat. Wir müssen auch hier ein paar Begriffe klären, bevor wir dann weitermachen können. So ein XTP-Paket besteht, naja, jedes anständige Protokoll hat einen Header. Es geht irgendwie gar nicht anders. Also, besteht aus einem Header und dieser Header, der ist 40 Byte lang. Das XTP, das war von Anfang an recht mutig mit Feldern und solchen Sachen. Recht mutig deshalb, naja, früher zu diesem Zeitpunkt, als da damit gearbeitet wurde, haben die Leute noch gedacht, es gibt 16-Bit-Daten, es gibt 8-Bit-Daten, wir müssen ordentlich sparsam sein und wenn wir statt 8-Bit nur 7-Bit benutzen können, dann können wir ja auch wieder was sparen. Im Internet dieser Workstations, für die das ursprünglich ja gedacht war, da hat man gesagt, ach, die Maschinen sind alle mindestens 32-Bit, wir machen unsere Felder 32-Bit groß und wenn wir ein paar Bit verschenken, dann ist es eben so. Das Bitsparen, ich meine, das ist ja spätestens zu Ende, seitdem HTML und HTTP von Berners-Lee, ne? Wo alles einfach ASCII, Klartext, fertig war. Unter anderem, damit man es leichter debuggen kann und nicht so viel Arbeit beim Implementieren hat. Ne? Wie komprimierte Datenformate und sowas kostet ja alles Zeit beim Aufprogrammieren. Naja, wir wissen ja alle, das Web war sowieso nur gedacht, um im CERN, im lokalen Netzwerk Daten zu übertragen. Da macht es auch nichts, wenn es nicht komprimiert ist.
Naja, heutzutage verbuddeln wir einfach Glasfasern im Backbone-Netz, dann macht es auch nichts, wenn das Zeug nicht komprimiert ist. In dem Sinne hat das XTP da auch kein Problem und ist da auch nicht mal verschwenderisch. Also, der Header besteht aus 40 Byte, also 10 Worten, 10 32-Bit-Worten. Da steht dann drin, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Header Checksum, Data Lengths, Delivery Sequence Number, Sequence Number, Route, Key, Command. Das steht in jedem XTP-Paket vorne drin. Dann kommt Nutzlast und dann kommt eine 32-Bit-Prüfsumme, ein CRC. 32-Bit-CRC, das ist ein mächtiges Instrument, dem passiert so schnell nichts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Bitfehler durchläuft, die ist richtig klein. So, und hier drin, in dieser Nutzlast, da gibt es ein Information Segment oder ein Control Segment. Die Control Segments, die brauchen wir am Anfang zum Verbindungsaufbau, zum Assoziationsaufbau, zum Assoziationsmanagement. Und die Information Segments, wofür brauchen wir die? Datenübertragung. Dann beantworte ich jetzt selber, die Frage ist einfach genug. Bei einem Assoziationsaufbau im Assoziationsmanagement brauchen wir vorne noch einen Deskriptor und eine Adresse, ne? Adresse 4 mal n Byte, sodass wir den Leuten am Weg mitteilen können, wo wir denn hinwollen. Und die Router generieren dann aus dieser, die XTP-Vermittlung, generieren dann aus dieser Adresse oder entwickeln aus dieser Adresse einen Pfad durchs Netzwerk. Na, hier steckt das drin, was man zum Routing braucht. Wenn der Pfad erstmal gefunden ist, dann wird nicht jedes Mal die Adresse angeschaut. Sie sehen, diese Adresse, die steckt in einem normalen Informationssegment gar nicht mit drin. Und in einem Kontrollsegment steckt sie auch nicht mit drin. Also wenn man erstmal einen Pfad hat, dann müssen wir irgendwie anders diese Weglenkungsinformationen bekommen. Und dazu dient Route und Key. Das werden wir gleich noch im Detail diskutieren. Und im normalen Information Segment steht eben Route und Key drin und hier hinten die Daten und los geht's. Und hinten dran noch eine Prüfsumme. Data Lengths, Prüfsumme, fertig. Im Kontrollsegment, da steht noch ein bisschen mehr drin und auch darüber müssen wir gleich noch sprechen. Da steht uns insbesondere auch am Anfang für den Key Exchange was drin, beim Assoziationsmanagement und es steht hier Number of Spans und dann die Spans drin, mit denen wir die Selective Retransmission machen. Und zwar nicht nur 3, wie im Option Field vom TCP-Header, sondern eventuell auch mehr. Aber diesen Selective Retransmission, den will ich gerade hier erklären, weil es hier irgendwie auch schön gemacht ist, wie ich es finde. Was fällt mir hier noch ein zu dieser Folie? Machen wir einfach mal weiter. Der Verbindungsaufbau. Die Verbindung oder Assoziation wird aufgebaut mit einem First-Paket. First-Paket, da steckt auch Programm drin. Das First-Paket ist das erste in der Assoziation. Da können aber auch schon Daten drin stecken. Deshalb das erste Paket und nicht ein Aufbaupaket oder ein Assoziationsaufbaupaket. Sondern First. Das erste unter vielen. Da steckt jetzt hier die Zieladresse drin und hinten dran können gleich schon Daten kommen. Und das ist auch sinnvoll bei fast allem, was wir im Netz machen. Denn was wird denn wohl am Anfang von der Verbindung übertragen werden? Irgendein Request von der Assoziation. Also da vorne steht die Zieladresse drin im Rate Field und Route und X Key. Route, Key,
Key, X Key, da wird die Assoziation gemanagt. In den Vermittlungsknoten, die kriegen also jetzt ein First-Paket und müssen diese Adresse anschauen und den richtigen Ausgangsport finden. Und sie müssen so eine Tabelle mit Tupeln anlegen. Der erste hier, der trägt, der Host A, der trägt in sein Paket, in das First-Paket, den Key ein und die Route, den Key, den er sich ausdenkt. Der ist nicht global eindeutig, der muss nur für ihn eindeutig sein. In diesem Host ist der eindeutig. Und wenn er ihn später nochmal sieht, weiß er, aha, das war der Kontext. Also, das trägt er ein und dann trägt er ein eine Route. Jetzt kommt das Paket bei einer Vermittlung an. Die Vermittlung also der Host A jetzt sagen wir mal eine Vermittlung 1 die kriegt das Paket, das sieht sie die Adresse und dieses Route und das muss jetzt weitergeschickt werden auf einem der Ausgänge. Sie entscheidet sich für den hier und geht hier weiter zu V2. Das der da reingetragen hat, die Route A, die muss aber jetzt nicht eine verwendbare Route auf diesem hier sein. Hier brauche ich einen Route, aber ein Kennzeichen 32-Bit. Aber es kann ja sein, dass der hier 1 eingetragen hat und hier gibt es schon ein 1 von hier nach hier. Hier gibt es schon ein 1. Das heißt, wir müssen hier die Route, ja, eine andere nehmen. Und das heißt, dass wir in jedem von diesen Knoten, das Route neu bestimmen müssen. Wir haben also eine In-Route und eine Out-Route. Und das wird hier übersetzt. So wie das mit den VPIs in den ATM-Vermittlungen war. Ich hoffe, es gibt noch Leute, die sich daran erinnern. Ansonsten, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, nach der Vorlesung natürlich beim Nacharbeiten zu Hause, wäre ein guter Zeitpunkt, das zu rekapitulieren, damit ich auch dieses wundervolle Wort vom Lateinlehrer mal verwenden konnte. Rekapitulieren. Nein, ich glaube, mein Vater hat das gerne gesagt. Ich meine, er wollte, dass ich ein bisschen was lerne, ne? Nach der Schule noch. Was für eine Idee. Also, hier ist, der hat verschiedene Eingangsports. Und natürlich ist auf diesem Port die Nummer X-Route A eindeutig, das Kennzeichen. Also, Eingangsportnummer und dieses Route sind eindeutig. Wir bilden das Tupel-In-Route-Eingangsport auf den Ausgangsport ab und eine Out-Route. Jetzt haben wir hier auch einen Kontext angelegt, dann geht das hier weiter, der macht dasselbe, legt einen Kontext an und so weiter. Beim Empfänger kommt das also jetzt an. Da steht ein Key drin und eine Route. Diesen Key kann der auch schon benutzt haben. Der kann ja schon eine Verbindung mit dem Key 42 haben. Also brauchen wir noch ein weiteres Kennzeichen und dann nehmen wir die Absender-MAC-Adresse und diese Route hier.
Also wir haben eine Route am Ende, wir haben den Key von dem hier und wir haben die MAC-Adresse und daraus können wir eindeutig den Kontext im Ziel ermitteln. Und da muss natürlich einer im Kontext im Listen-Zustand sein, damit es jemanden gibt, der das auch liest und so weiter, wie beim TCP, das Äquivalent von den Ports. Wir brauchen also jemanden, der die Verbindung auch gerne in Empfang nehmen würde. Der hier antwortet jetzt mit einem Kontrollpaket und da trägt er als Key das A hier ein und setzt das höchste Bit. Jetzt haben wir also eine Einschränkung, solche Keys dürfen nur 31 Bit lang werden und nicht 32, damit wir das höchste Bit in der anderen Richtung setzen können. Und wenn das hier ankommt, mit dem Key A, dann streicht er das höchste Bit und findet den richtigen Kontext. Aber wir brauchen das, um es auseinanderhalten zu können. Wenn der eine Verbindung zu dem hier aufbauen möchte, könnte er auch den Key A nehmen, dann wäre aber das höchste Bit nicht gesetzt. Also in dem Kontrollpaket, was zurückkommt, ist das höchste Bit gesetzt. Und daran sieht er, aha, das ist eine Antwort auf ein Assoziationsmanagement-Paket von mir. Die Route auch wieder, Route A, T für hier hinten, Terminal, Strich mit dem höchsten Bit gesetzt. Wir tragen einen Key Exchange ein, wir nehmen den Key, den wir jetzt für diesen Kontext benutzen wollen, lokal auf der rechten Seite, setzen das höchste Bit zurück und auch die Route, das X-Route wird so gesetzt. Und jetzt geht es wieder auf dem Rückweg, hier kommt dann ein Key B', höchstes Bit gesetzt, das hier kommt an, Entschuldigung, und wird dann eingetragen in den Kontext. Und wenn wir jetzt Daten schicken wollen, Data, dann setzen wir hier im, nehmen wir diesen Key B, den wir hier bekommen haben, in diesem Key Exchange, können das hier eintragen, die Route BT', die Router hier, der hier für uns generiert hat, damit es auch in der Richtung eindeutig ist und die Daten. Und das hier, das nimmt jetzt der Router, um schnell in seiner Tabelle nachschauen zu können und hier einen den Pfad zu finden. Also jetzt sind Keys und Routes ausgetauscht worden und wir können X-Key, Return-Key und wir können wir brauchen nicht mehr in jedem Paket die Adresse, sondern wir können mit diesen 32 Bit schnell adressieren. Und wenn so eine Vermittlung weiß, dass sie nur 100 Kontexte gleichzeitig hat oder nur 1000 Kontexte gleichzeitig hat, na, dann vergibt sie auch nur kürzere Routes und schöpft dieses 31 Bit nicht aus und da kann die Tabelle auch noch klein gehalten werden und so weiter und so weiter. Also da ist das Routing, das aktuelle Routing dann auch noch viel einfacher. Man muss nicht in dieser dicken Tabelle rumsuchen, wie das bei einem normalen IP-Router ist, sondern diese XTP-Vermittlungen können effizienter arbeiten, ungefähr so effizient wie eine ATM-Vermittlung. Und da taucht auch der Gedanke von dem ATM wieder auf. Eigentlich finde ich, dass diese Art mit den Routes als Vermittlungskennzeichnung, wie das hier mit dem ersten Paket bei diesem Verbindungsaufbau, Assoziationsaufbau gemanagt wird, ganz raffiniert und es gefällt mir. Deshalb erzähle ich es auch hier, weil ich es gut finde. Die Datenübertragung ja, in den Datenpaketen und in den First-Paketen, das war uns sehr wichtig. Weil es eben viele Anwendungen dafür gibt, dass es im First-Paket, im allerersten, auch schon drin steht. Webserver bzw. HTTP, ne? Der braucht das ja eigentlich. Da habe ich auch schon beim TCP dran rumgemeckert. Also die Datenübertragung in diesen beiden Pakettypen. Flusskontrolle mit Krediten. Also wir sagen, der andere darf so und so viele Daten schicken und solange das nicht bestätigt ist, geht es eben nicht weiter, wenn wir Flusskontrolle mit Krediten machen.
Das muss man nicht machen, das kann man auch abschalten. Die Fehlerkontrolle, wenn man sie denn haben will, es werden Bytesequenznummern vergeben und das hier steht es nochmal, Bytesequenznummern sind eigentlich deshalb interessant, weil wir dann in einem Paket eigentlich die Adresse im Puffer haben. Und wenn Sie vorne dran stehen haben, ich enthalte das Byte 4096 bis 4096 plus 512, 511 eigentlich, wenn wir 512 Bytes schicken, dann weiß der Empfänger, wo er es in die Queue reinstecken muss. Und wenn ein Paket zwischendurch fehlt, dann muss er nicht das Paket auf die Seite legen, sondern er weiß ja, das Paket, was fehlt, was noch nicht angekommen ist, das würde genau an diese Stelle in den Puffer reinpassen. Also es macht das Puffermanagement schon einfacher, wenn man Bytesequenznummer gibt. Ein langer Puffer genügt dann auch. Zum Thema Bestätigung. Der Sender, der fragt, der fordert Bestätigung an. Wenn er keine Bestätigung anfordert, schickt der Empfänger auch keine. Sondern dann wird nur, ja, in Anführungszeichen, weitergearbeitet, weitergeschickt. Und dann haben wir halt keine Fehlerkontrolle. Wissen wir nicht, wie viel auf der anderen Seite angekommen ist. Machen wir keine Retransmissions, wenn wir nicht den Status anfordern. Also Status Request und hier gibt es auch noch Delivery Request. Wenn wir das Delivery Request Bit setzen in so einem von diesen Feldern hier, dann soll uns die andere Seite bestätigen, dass das nicht nur angekommen ist, sondern dass es auch vom Reader aus der Warteschlange ausgelesen worden ist. Das ist ein Unterschied zwischen reingeworfen in den Briefkasten und rausgenommen aus dem Briefkasten. Also die Gegenseite hat es bekommen und die Applikation hat es bekommen. Das ist die unterschiedliche Semantik zwischen Status Request und Delivery Request. Der Empfänger von so einem, ja, der Sender fordert die Bestätigung an, der Empfänger antwortet dann mit einem Kontrollpaket für diese Receiver Sequence Number oder Receiver Sequence Number heißt, ich habe alles gekriegt, bis zu diesem Byte, das erwarte ich als nächstes. Oder antwortet mit einer Receiver Sequence Number und noch mehreren Spans. Wenn man nur die Receiver Sequence Number allein hat, gibt es ein Go-Back-N, die Spans für die Selective Retransmission. Das möchte ich hier kurz erläutern. Also wir schicken ein Datenpaket, das hat die Sequenznummer 35 und die Länge 5. Das sind also die Bytes 35, 36, 37, 38, 39 drin, 40 nicht. Steht hier auch nochmal. Und wir bitten um eine Bestätigung, dass es angekommen ist. Die andere Seite antwortet mit dem Kontrollpaket und sagt, Receive Sequence Number 15. Und nach dem 15 haben wir noch zwei Spans. Die Span von 20 bis, also 20, 21, 22, 23, 24, 25 als nächstes, das haben wir noch nicht. Und die Span 30, 31, 32, 33, 34, 35 haben wir noch nicht. Wenn wir das zurückkriegen, dann denkt sich der Sender, okay, da müssen wir auffüllen. Wir füllen auf mit Sequenz von Sequenz Nummer 15, 5 Stück, also genau diese hier. Da steht ja hier implizit, wir erwarten als nächstes 15, 20 haben wir schon. Also wir müssen 15, 16, 17, 18, 19 nachfüllen hier. Wir erwarten 25, ab 30 haben wir schon, also 25 bis 29 nachfüllen. Und 35 bis 39 können wir gerade nochmal schicken. Denn hier haben wir ja erfahren, dass nur das da angekommen ist. Wobei man natürlich sagen muss, halt mal. Warum weiß der denn, dass er einen Status Request hat? Aber das
das, wo der Status Request drin war, hat er dann doch nicht gekriegt. Das akzeptieren wir aber trotzdem und schicken nochmal. Kann ja sein, dass er es nicht mehr in den Puffer reingekriegt hat aus irgendeinem Grund, na, vielleicht nicht, aber vielleicht waren die Daten korrumpiert und hat es irgendwie erkannt oder es ist einfach sowas wie dieses Double Ack von TCP. Er hat gemerkt, dass ein Paket angekommen ist, war aber nichts, weil es kaputt war, also schickt er einfach mal so einen Status zurück. Okay. Also die Spans, die dienen uns dazu oder die helfen uns für die Selective Retransmission. Und beim TCP funktioniert es mit den Spans ähnlich. Ich habe es da bloß nicht erzählt. Ja. Okay, das erzähle ich jetzt nicht mehr, das erzählen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, vielleicht können Sie ja nochmal nacharbeiten und sich überlegen, ob Ihnen vielleicht eine Frage zum XTP oder zum TCP oder zum UDP oder zum RTP einfällt, denn nachdem wir hier fertig sind, reden wir noch ein bisschen generell über Protokoll und dann packen wir auch ein neues Kapitel an. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächsten Montag um 14 Uhr wieder. Auf Wiedersehen. Thank you.